So, Sie haben kein Mikrofon. Bitte sagen Sie das noch einmal ganz kurz. Sie wollen die beiden Herrschaften fragen, ob Sie die Parteibuchwirtschaft abschaffen wollen oder nicht. Ja, weil Sie haben sie wieder rausgeschmissen. Wir dann Gesetze und wir wollen keine Gesetze. Sie sollen einmal das wollen Sie vom Herrn Czab und vom Herrn Kopf aber wissen. Ja, bitte, ganz klar. Herr Czab? Ja oder nein? Und ich? Ja, ja. Aber wie? Ja, ganz einfach, ja. Kann ich also Sie wissen, Sie wissen gar nicht, was ich alles gern abschaffen möchte. Das können Sie mal gar nicht glauben. Ich sage Ihnen, es soll nach Qualifikation besetzt werden und nicht nach Parteibuch besetzt werden. Es soll keine Produktion bei irgendwelchen Wohnungsvergaben geben. Und ich bin überhaupt dafür, dass man den Sauerstein ausmistet, der sich da darstellt. So. Und das möchte ich, ja, aber das sollen Sie mir endlich mal glauben. Herr Kopp, bitte Sie auch dazu. Ehrlich. Mit Pauschalverdächtigungen ist schwer umzugehen, aber Faktum ist natürlich,